Ach, Sie brauchen Mathelehrer. Das ist super, weil ich kann Mathe. Sie können mit mir rechnen. Ja, wenn... Gut, wenn Sie keine temporäre Lösung wollen, dann stellen Sie mich doch endlich fest ein. Darauf warte ich doch schon seit 2 Jahren. Nein, ich habe nicht zu Ende studiert. Aber... Ihnen auch schöne Weihnachten. Hey. Hey. Wo sind denn die Kinder? Ja, die kommen hoffentlich gleich zum Plätzchen ausstechen. Kann ich kurz mit dir sprechen? Nee, sag mal ganz kurz, was sind eigentlich deine Lieblingsplätzchen? Weil ich guck gerade nach einem guten Rezept. Bei meinen Eltern gab es nur Haschkekse, aber das Rezept kenne ich nicht. Oh, Haschkekse. Vielleicht nicht unbedingt zu Weihnachten. Kann ich bitte ganz kurz mit... Oh, das ist mein Päckchen. Das Geschenk für dich. Oh no. Was macht ihr denn hier? Na, wir dachten, weil ihr so angebunden seid, kommen wir euch ein bisschen entgegen, dachten wir. Ah. Wir... Er wollte dich überraschen. Das ist ihm gelungen. Ja, dann kommt doch rein. Das Schloss da, das macht euch ein Profi in 10 Sekunden noch. Ach, keine Sorge, Papa, das ist hier alles wirklich total sicher. Es ist aber sehr geräumig hier. Ja. Hängt euch ruhig schon mal auf. Halt, Papa, nein, das ist doch, lass es Kunst. Woran erkennt man das? Er hat mit seinen Skulpturen schon einige Preise gewonnen. Ja, die ist sehr schön. Ja, finde ich auch. Na, dann steht er ja als Kunstlehrer sicherlich ganz hoch im Kurs. So, wo sind denn die Kinder? Sie sind hier vorne. Ihr könnt sie überraschen. Das ist doch toll. Erste Tür rechts. Ich sag Lasse Bescheid, dass ihr da seid, ja? Caro, ich muss dir dringend was sagen. Lasse, meine Eltern sind hier. Hallo. Echt? Schön. Ich dachte, dein Vater ist krank. Ach, der ist manchmal so, will nicht zugeben, wenn ihm was fehlt. Er ist ein bisschen eitel. Sprechen am besten gar nicht erst drauf an. Alles klar. Los geht's. Warte mal. Kannst du was anderes anziehen? Ja, klar. Ich kann mich umziehen. Im Schlafzimmer. Ah, okay. Okay. Nimm doch das. Das ist für Toni. Ja, ist doch schön. Super. Okay. Pass auf, ich würde sagen, fürs erste Kindlein reicht es, wenn wir ein bisschen plaudern. Ja? Um sich zu beruhigen. Warum sollten Sie beunruhigt sein? Ach, Eltern, die machen sich auch immer Sorgen. Vielleicht erzählst du meinem Vater, du bist sowas wie stellvertretender Schulleiter. Oh Gott, wie kommst du nur ausgerechnet darauf? Ausgerechnet heute? Ich meine, wie kommst du denn ausgerechnet heute? Okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Vielleicht erzählst du von irgendeiner Beförderung? Du musst ja gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber mein Vater ist so ein Hierarchiescheiß eben wichtig. Ja, weil schon ein ehemaliger Bundeswehroffizier und so. Ja, stimmt, der war ja Hauptmann. Nein! Major. Major. Nicht Hauptmann. Major. Okay, alles klar. Artillerie. Oh Gott, ja. Wollen wir? Gut, ja. Lasse. Ja? Lass dich von meinem Vater nicht beunruhigen. Okay? Okay. Also, Papa. Das ist Lasse. Hallo, freut mich. Major A.D. Schneider. Sie sind also ein gebürtiger Lasse. Ja, Lasse ist sozusagen die Kurzform von Laschin. Ah, Laschin. Ja. Fast. Aber nennen Sie mich ruhig Lasse. Den Namen habe ich seit der 1. Klasse. So. Und Sie sammeln Flaschen. Was? Na, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Sie eben unten in der Einfahrt gesehen habe. Ach so. Nein. Ich bin stellvertretender Kunstleiter. Schulleiter mit Aussicht auf Beförderung. Und Sie sind Major, nicht wahr? Artillerie. Genau. Haben Sie gedient? Nein. Klar. So, zeigt ihr mir die Wohnung? Die ist ja groß. Wie, dürfen wir noch mehr Schokolade? Nein, jetzt geht ihr erst mal eure Münder und die Hände waschen, ja? Omi, so viel Schokolade. Lasse, das ist meine Mutter, Angelika. Angelika, Lasse. Das freut mich sehr, hallo. Ja, mich auch. Haben Sie dieses Hochbett da im Kinderzimmer gebaut? Ja. TÜV geprüft? Ach, weiß ich gar nicht. Ich mache erstmal Kaffee. Ja, dann kommt er erstmal richtig rein.